Voraussagen und Instruktionen von Jesus, Teil 3. Ereignisse, Entrückung, Trübsalszeit. Aufruf zur Buße und Botschaften betreffend Entrückung und wer entrückt wird. Auszug aus der Botschaft des Herrn an Claire, meine Braut, jetzt oder nie, vom 13. Dezember 2014. Jesus begann: Bist du willig, in dein Gebetskämmerlein zu gehen und mich zu trösten? Oder wirst du wie der Rest shoppen gehen, verkaufen und feiern, wenn alles zusammenbricht? Wo wirst du sein? In der Arche oder an den hohen Orten, um der Welt deine Anerkennung zu zollen? Wo ist deine Loyalität? Ist sie bei mir, bei dir selbst oder bei der Welt und Satan? Wo sind die Dinge, die am wichtigsten sind für dich? In der Bank, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, bei mir? Wo ist deine Loyalität, meine Braut? Wo wirst du sein, wenn die flutenden Wasser plötzlich über dich hereinbrechen? Ich rufe euch jetzt auf, eure Entscheidung zu treffen. Ich rufe hinaus zu meiner Braut unter Tränen. Bitte, bitte, kommt mit mir in die Arche meiner Liebe. Da werdet ihr mich leidend finden. Und dort werdet ihr auch meinen Schutz finden. Ja, ich leide und werde weiter leiden, bis es nichts Böses mehr gibt. Ja, ich weine über meine Braut, die in die Mall, ins Einkaufszentrum gegangen ist, um sich selbst aufs Neue zu verkaufen, mich stehen lassend für das Glitzern dieser Welt. Dies ist eine einfache Nachricht, da ist nichts komplex darin. Ich brauche ihre Gesellschaft, ich brauche ihren Trost, ich sehne mich, zart gehalten zu werden und geliebt, und dass die Salbe ihrer Anmut meine Augen begrüßt, die Reinheit ihrer Stimme mich in einen Schlaf lullt und mich weit wegbringt von dem, was ich jeden Tag sehe und höre. Bitte, meine Braut, verlasst eure Wege mit der Welt in dieser heiligen Jahreszeit und kommt in mich hinein, in den geheimen Ort, die Arche meiner Liebe, Nahrung und Pflege für meine Wunden, was mich jene vergessen lässt, die kaltherzig weggelaufen sind und sich überhaupt nicht für meine Notlage interessieren. Ihr habt keine Ahnung, was ein Blick von meiner Braut für mich bedeutet. Stellt euch einfach einen überfüllten Ballraum vor, eine Gala, um den Geburtstag des Königs zu feiern. Alle stolzieren ihre Schönheit durch die Türe und auf die Tanzfläche, um bemerkt und beaugapfelt zu werden. Alle sind fokussiert auf ihren nächsten Fang, das Spiel, das niemals endet. Macht, Position, Wohlstand und Ruhm. Dann plötzlich erklingt da die Fanfare. Alle drehen sich zur Türe und der König kommt herein und liest die Gedanken jeder einzelnen Person im Raum. Es ist eine Verärgerung für sie, aufzuhören und ihn zu würdigen, während die Fanfare weitergeht. Sie waren so in der Lust des Augenblicks gefangen. Sich davon zu lösen war schmerzlich und lästig. Und dort steht er, in königlicher Kleidung, der Herrscher ihrer ganzen Welt. Während er über die Menge blickt, was sie jedoch nicht wissen, liest er die Gedanken und Gefühle jedes Einzelnen im Raum. Dort in der Ecke sitzt ein kleines Mauerblümchen. Sie hat kein Interesse am Pomp und an der Pracht, am Spiel oder am Fang. Sie ist gefangen in der Schönheit des Königs und nichts weiter. Überwältigt von der Schönheit ihrer Seele und erstaunt, dass sie so anders ist als die anderen, geht er liebenswürdig zu ihr hinüber, hebt sie hoch auf ihre Füße und legt ihre Hand auf seinen Arm und verkündigt: Ich habe die eine gefunden, würdig, meine Königin zu sein. Alle anderen sind geschockt und ungläubig. Ihr Kiefer fällt herunter. Das Schweigen ist betäubend. Sie ist ein absoluter Niemand. Schaut auf ihre schäbige Kleidung und ihre Familie ist auch nicht königlich. Während ich über euch blicke, meine Bräute, was bin ich gezwungen zu sehen?
Was wird in euren Gedanken und in euren Herzen sein? Werdet ihr ungeduldig sein mit mir, weil ihr eine lange Shoppingliste habt und es spät ist? Ihr könnt es einfach nicht erwarten, zum Einkaufszentrum zu gelangen? Oder werdet ihr überwältigt sein vom Gefühl, dass euer König in eurer Mitte ist? Dies ist die Braut, die ich suche. Sie ist so verliebt in mich. Sie hat keine Zeit und kein Interesse, shoppen zu gehen, sondern nur bei mir zu sein. Sie würde lieber aus meinem bitteren Becher trinken, als mit ihren Freunden sinnlich zu dinieren. Ich bin hier, bedeckt von Sorgen über die Notlage eurer Welt. Ja, ich sage eure Welt, denn sie hat keine Ähnlichkeit mit meiner Welt. Ich bin in Sorge, was so plötzlich über euch kommen wird, dass es kein Entkommen gibt. Ich habe meine Braut gesucht. Ich bin in die Einkaufszentren gegangen, in die Speisesäle, an die Galas, und ich habe sie gefunden, wie sie mit anderen Männern flirten, sich in anstößigem sexuellen Benehmen engagierend, in dem Schmutz schwelgend, den Satan angeboten hat zu ihrer Unterhaltung. Jetzt bin ich erschöpft vom Rufen, Suchen und Bitten. Ich bin so sehr erschöpft. Wenn ihr zurückkommen möchtet, tut es schnell. Da ist kaum Zeit übrig für euch. Entweder jetzt oder nie, meine Bräute. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Auszug aus dem Kapitel 32 des Dritten Testaments. Inkarnation und Aufgabe des Menschen. Euer Herr hat euch von Zeit zu Zeit die Existenz des Geistes offenbart, seine Wesensnatur und sein verborgenes Sein. Denn obschon ihr ihn in euch tragt, ist der Schleier, in den euch eure Vermaterialisierung gehüllt, so dicht, dass ihr nicht zu erkennen vermögt, was das Edelste und Reinste in eurem Wesen ist. Viele Wahrheiten hat der Mensch zu leugnen gewagt. Dennoch, der Glaube an die Existenz seines Geistes gehörte nicht zu dem, was er am meisten bekämpft hat, weil der Mensch gefühlt und schließlich begriffen hat, dass die Leugnung seines Geistes dasselbe wäre, wie sich selbst zu leugnen. Als der menschliche Körper aufgrund seiner Leidenschaften, seiner Laster und seines Sinnesgenusses entartete, wurde er zu einer Kette, zu einer dunklen Augenbinde, zu einem Gefängnis und einem Hindernis für die Entfaltung des Geistes. Trotzdem hat dem Menschen in seinen Stunden der Prüfung nie ein Funken inneren Lichtes gefehlt, das ihm zu Hilfe käme. Wahrlich, ich sage euch, der höchste und reinste Ausdruck des Geistes ist das Gewissen, jenes innere Licht, das den Menschen unter allen Geschöpfen, die ihn umgeben, das Erste, das Höchste, das Größte und Edelste sein lässt. Ich sage allem Volk, dass der höchste und schönste Titel, den der Mensch besitzt, der ist, ein Kind Gottes zu sein, wenngleich es nötig ist, ihn zu verdienen. Der Sinn des Gesetzes und der Unterweisungen ist es, euch die Kenntnis meiner Wahrheit zu offenbaren, damit ihr zu würdigen Kindern jenes göttlichen Vaters werden könnt, welcher die höchste Vollkommenheit ist. Ihr wisst, dass ihr mir zum Bilde und Gleichnis geschaffen wurdet. Doch wenn ihr es sagt, denkt ihr an eure menschliche Gestalt. Ich sage euch, nicht dort ist mein Ebenbild, sondern in eurem Geist, welcher, um mir ähnlich zu werden, sich vervollkommnen muss, indem er die Tugenden ausübt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, bin die Gerechtigkeit und das Gute, und dies alles entstammt der göttlichen Liebe. Versteht ihr nun, wie ihr sein müsstet, damit ihr mir zum Bilde und Gleichnis wäret? Ihr habt einen Abglanz des Göttlichen in euch. Ich bin wirklich in euch. Die Intelligenz, der Wille, die Fähigkeiten, Sinne und Tugenden, die ihr besitzt, zeugen von der höheren Wesensnatur, der ihr angehört, und sind ein lebendiges Zeugnis des Vaters, aus dem ihr hervorgingen. Zuweilen befleckt und schändet ihr durch Ungehorsam und Sünde das Ebenbild, das ihr von mir in eurem Wesen tragt. Dann gleicht ihr mir nicht, denn es genügt nicht, einen menschlichen Körper und einen Geist zu haben,
mein Ebenbild des Schöpfers zu sein. Die wahre Ähnlichkeit mit mir besteht in eurem Licht und in eurer Liebe für alle eure Nächsten. Ich schuf euch mir zum Bilde und Gleichnis, und da ich zugleich 3 und 1 bin, existiert in euch ebenfalls diese Trinität. Euer materieller Körper repräsentiert die Schöpfung aufgrund seiner vollkommenen Gestaltung und Harmonie. Euer inkarnierter Geist ist ein Abbild des Wortes, das Mensch wurde, um auf der Welt der Menschen eine Liebesspur zu hinterlassen, und euer Gewissen ist ein strahlender Funke vom göttlichen Lichte des Heiligen Geistes. Welches Verdienst hätte euer Geist, wenn er innerhalb eines Körpers ohne Willen und ohne eigene Neigungen wirken würde? Der Kampf des Geistes mit seiner Körperhülle, der Seele, ist der von Macht gegen Macht. Da findet er den Prüfstein, an dem er seine Überlegenheit und seine Geistesgröße beweisen muss. Es ist die Prüfung, in welcher der Geist oft für einen Augenblick den Versuchungen erlegen ist, in die die Welt ihn durch das Fleisch bringt. So groß ist die Gewalt, die diese Versuchungen auf den Geist ausüben, dass ihr schließlich den Eindruck hattet, dass eine übernatürliche und bösartige Macht euch ins Verderben riss und euch in den Leidenschaften zugrunde richtete. Wie groß ist die Verantwortung des Geistes vor Gott? Das Fleisch hat diese Verantwortung nicht übernommen. Seht, wie es für immer in der Erde ruht, wenn der Tod kommt. Wann werdet ihr Verdienste erwerben, damit euer Geist würdig wird, vollkommenere Heimstätten zu bewohnen, als diese, in der ihr lebt? Die Welt bietet euch Kronen an, die nur von Eitelkeit und von Stolz und falscher Größe zeugen. Dem Geist, der über diese Eitelkeiten hinwegzuschreiten versteht, ist im Jenseits eine andere Krone vorbehalten, jene meiner Weisheit. Das Leben soll sich mehr in dem Geist als im Körper offenbaren. Wie viele haben schon auf dieser Welt gelebt, doch wie wenige haben geistig gelebt, haben die Gnade zum Ausdruck gebracht, die in jedem Menschenwesen existiert. In jenem göttlichen Funken, den der Schöpfer in den Menschen legte. Wenn die Menschen die Hellsichtigkeit in ihrem Geiste zu bewahren vermöchten, könnten sie durch sie ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft schauen. Der Geist gleicht meinem Buche der göttlichen Weisheit. Wie vieles enthält er? Fort und fort hat er euch etwas zu enthüllen, manchmal so tiefe Offenbarungen, dass sie für euch unbegreiflich sind. Jener Lichtfunke, der in jedem Menschenwesen vorhanden ist, ist das Band, das den Menschen mit dem Geistigen verbindet, ist das, was ihn in Kontakt mit dem Jenseits und mit seinem Vater bringt. Ach, wenn doch eure materielle Natur das aufnehmen könnte, was euer Geist durch seine Sehergabe empfängt. Denn euer Geist hört niemals auf zu schauen, auch wenn der Körper aufgrund seiner materiellen Beschaffenheit nichts davon wahrnimmt. Wann werdet ihr imstande sein, euren Geist zu verstehen? Solange ihr, die ihr das Leben nicht liebt, weil ihr es grausam nennt, nicht die Bedeutung des Gewissens im Menschen erkennt, noch euch von ihm führen lasst, werdet ihr nichts von wahrem Werte finden. Das Gewissen ist es, das den Geist zu einem höheren Leben über die Materie, die Seele und ihre Leidenschaften emporhebt. Die Vergeistigung wird euch die große Liebe Gottes fühlen lassen, wenn es euch gelingt, sie zur Tat werden zu lassen. Dann werdet ihr die Bedeutung des Lebens verstehen, werdet seine Schönheit schauen und seine Weisheit entdecken. Dann werdet ihr wissen, warum ich es Leben genannt habe. Wer wird diese Lehre abzulehnen wagen, indem er sagt, dass sie nicht wahr ist, nachdem er sie kennengelernt und verstanden hat? Wenn ihr begreift, dass euer wahrer Wert in eurem Gewissen begründet ist, werdet ihr in Harmonie mit allem von eurem Vater geschaffenen leben. Dann wird das Gewissen das arme menschliche Leben verschönern, aber zuvor muss sich der Mensch von allen Leidenschaften abwenden, die ihn von Gott trennen, um dem Pfade der Gerechtigkeit und Weisheit zu folgen. Dann wird für euch das wahre Leben beginnen. Das Leben, das ihr heute mit Gleichgültigkeit betrachtet, weil ihr nicht wisst, was ihr verachtet und keine Vorstellung von seiner Vollkommenheit habt.
Auszug aus Jesu Botschaft an Claire. Legt euer Leben nieder und steht an meiner Seite vom 10. August 2016. Jesus begann: Ich rufe euch zu, meine Bräute, euer Leben niederzulegen und an meiner Seite zu stehen in diesem Rennen gegen Satans Tyrannei in diesem Land und in der Welt. Ich rufe euch auf, jetzt und für die nächsten 3 Jahre eure Absichten niederzulegen, im Himmel zu sein. Ich rufe euch auf, mir eure ganzen Herzen zu schenken als ein Opfer für dieses Land und die Welt. Wohin Amerika geht, dorthin geht auch der Rest der Welt. Jetzt ist es eure Aufgabe als meine Ehefrau, dafür einzustehen, was richtig ist. Stellt euch hinter mich und unterstützt mich. Betet, opfert jedes Kreuz, das euch gegeben ist. Denn mein Königreich kommt, mein Wille wird geschehen. Ihr als Fürbitter steht im Zentrum der Erlösung der ganzen Welt. Wo auch immer dieses Land hingeht, wird der Rest der Welt folgen. Und dies ist bloß der Anfang, das Böse auf der ganzen Welt zu eliminieren. Kann ich auf euch zählen, mich dabei zu unterstützen? Kann ich auf euch zählen, dass ihr aufhört, meine Boten zu schlagen und dass ihr dafür betet, was wirklich wichtig ist für mich? Kann ich auf euch zählen, dass ihr euch auf meine Absicht fokussiert, viel mehr als auf eure religiösen Absichten und darauf, Fehler zu finden an jedem und allem, was ich euch sende? Einige von euch sind so eingehüllt in ihre eigenen Meinungen und in ihr eigenes Leben, dass ihr ablehnt, meinen Boten zuzuhören. Zu euch sage ich: Stärkt, was übrig ist, damit ich nicht komme und auch das noch von euch wegnehme. Wandelt auf dem geraden und schmalen Weg, nicht auf dem Weg eures Fleisches und eurer Fantasien. Legt euer Leben nieder für mich. Legt eure Meinungen nieder für mich. All eure politischen und religiösen Absichten. Legt eure kritischen Geister nieder und hört auf, mein Königreich und meine Leute in Stücke zu reißen. Jene von euch, die dieser Botschaft nicht zuhören wollen, deren Leben werden zunehmend schwieriger werden, da ich zulasse, dass ihr gesiebt werdet wie niemals zuvor. Vielleicht wird es euch dann dämmern, dass ihr nicht mit mir sammelt, sondern spaltet und zerstreut. Vielleicht werdet ihr dann realisieren, genauso wie das Gewissen von Amerika es realisiert hat, dass sie geschlafen haben gegenüber der Realität, dass ihre Nation Stück um Stück von ihnen gestohlen wurde. Wenn die Dinge von euch genommen werden in eurem Leben, werdet ihr dann aufwachen und aufhören, meinen Leib zu spalten? Ich schenke euch jetzt dieses Wort, weil ich zutiefst enttäuscht bin von euch. Wo ich erwartet habe, dass ich mich auf euch verlassen und auf eure Unterstützung und Ermutigung zählen kann, habt ihr geheuchelt und zerstört. Vielleicht werdet ihr dies sehen, während die Wochen vergehen und ihr feststellt, dass Dinge geteilt und von eurem Leben genommen werden. Jene von euch, die denken, dass sie für mich sind, wacht auf und steht auf der richtigen Seite. Und für euch, meine Bräute, die treu an meiner Seite gestanden sind auf diesem Kanal, ich werde euch mit meinem auserlesensten Segen besuchen und euch liebevoll in meinen Armen halten, wo ich eure Seelen wiederherstellen werde. Trinkt von den lebendigen Wassern meines Herzens, trinkt innig und seid wiederhergestellt, erfrischt und vorbereitet für die kommenden Schlachten. Mit mir und für mich werdet ihr sie tapfer durchstehen. Auszug aus der Botschaft des Herrn an Claire. Was verzögert die Entrückung? Vom 24. April 2016. Jesus begann: Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für ihre Verwandten. Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für ihr Land. Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für die Welt. Dann werde ich viel früher kommen. Soll ich die Gläubigen ignorieren, die fasten und beten und sich versammeln, um für die Nation zu beten? Soll ich meinen Leuten ein taubes Ohr zudrehen, wenn sie sich selbst demütigen und sich mir zuwenden? Es ist so einfach wie das, Claire. Wenn ihr in einer solchen Eile seid, entrückt zu werden,
dann hört auf zu beten. Herr, wie ich es sehe, vergib mir, wenn ich falsch liege, gibt es da drei Sorten von Gläubigen. Jene, die müde sind, Gutes zu tun, jene Brautjungfer, die eingeschlafen sind, aber immer noch auf deine Rückkehr warten. Dann die echten Liebhaber, die auch warten und sich sehnen, aber alles in ihrer Macht Stehende tun, um die ganze Menschheit zu dir zu bringen. Ihre Lampen sind immer noch voll. Sie sind jene, welche die Entrückung zurückhalten, obwohl es so aussieht, als ob sie jene wären, die nicht länger warten können. Und drittens, zum Schluss gibt es jene, die wiedergeboren waren, aber beschäftigt sind mit der Welt und nichts hören wollen über dein Kommen. Sind dies deine Gedanken oder meine? Es sind meine. Ich habe dir diese Gedanken gegeben, damit ich euch helfen kann zu sehen, wo ihr steht vor mir. Jene, die so erpicht und in Eile sind, dass ich komme, haben ihr Fleisch noch nicht besiegt. Sie schwanken, werden müde, schlafen sogar ein, ihre Lampen sind leer. Sie reagieren böse, wenn ich mich verspäte, bis zum Punkt, wo sie aufgeben wollen und mit dem Rest der Welt übereinstimmen. Sie sind überhaupt nicht besorgt über die Verlorenen, welche sie nicht sehen. Ja, sie bezeugen mit ihren Lippen und beten, aber sie wären lieber jetzt entrückt, als noch weiter zu leiden, um der Millionen willen, die noch unerlöst sind. Sie sehen nicht, wie ich sehe, sie denken nicht, wie ich denke, noch fühlen sie, wie ich fühle. Viele auf unserem Kanal sind so, meine Braut. Meine Bräute, ich liebe euch, aber ihr müsst euch selbst in meinem Spiegel betrachten, wenn das, was noch übrig ist von eurem Leben, wirklich ein Opfer ist für mich. Jene, die an vorderster Front stehen im Dienen, arbeiten hart, während der Tag schon dämmert. Sie sind meine Liebhaber. Sie sind jene, die entrückt sein werden, sogar gegen ihren Willen bis zu einem gewissen Grad. Sie sind so verliebt in mich und meiner Absicht so hingegeben, dass sie für die Nation und die Welt beten und erwarten, dass ich sie höre und Nachsicht übe und Barmherzigkeit schenke. Dies sind jene, welche ich unbedingt bei mir haben will im Himmel. Sie sind die Brautjungfern mit den Lampen voller Öl. Dann gibt es jene, welche ich die weltlichen und wirklich zurückgefallenen Christen nenne. Die tun, was bequem ist. Sie unterstützen Missionen, geben an Dienste und führen das gute Leben, gewisse Aspekte der Welt genießend. Sie beten auch, aber wenn es hart auf hart kommt, werden sie abhauen oder zerbrechen. Sie sind nicht vertraut mit Leiden, nicht im gleichen Ausmaß, wie die Liebhaber es sind. Der Bräutigam war ziemlich verspätet und sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Matthäus 25,5. Er war verspätet, weil er auf einer Such- und Rettungsmission war und gerade, als er dachte, dass das Letzte gefunden wäre, fingen weitere an, aus den Spalten des Berges hervorzukommen, um ihm entgegenzulaufen. Was sollte er tun? Weitermachen oder innehalten und die liebevollen Lämmer in seine Arme nehmen und sie nach Hause bringen? Seht ihr, die Welt dreht sich nicht um euch, sie dreht sich um jene, welche noch nicht gefunden worden sind. Ich bin nicht in der Position, um die Frage zu stellen. Der Vater ist, und wenn er es für angebracht hält, werde ich die Aufforderung bekommen, euch zu holen. Bis dann bin ich beschäftigt mit der Absicht meines Vaters, und ich bitte euch, es auch zu sein, meine Braut. Die Ewigkeit ist euch sicher, aber für viele gibt es keine Hoffnung. Denkt daran, der Hirte verließ die 99, um dem einen nachzugehen, und ihr müsst das auch tun. Und während ihr dieses Kostbare in eure Arme hebt, wird die Trompete erklingen, und auch ihr werdet in den Himmel aufschauen und fragen, jetzt, Herr, aber. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Die Zeit ist kurz. Womit wirst du beschäftigt sein, wenn ich komme? Vom 3. Juli 2017. Jesus begann betreffend der Entrückung zu sprechen. Das Bewusstsein muss präsent bleiben. Menschen neigen dazu zu vergessen und sich in die Arbeit zu vergraben. Und zu jenen von euch, die sich in ihre Arbeit vertiefen, meine Freude an euch ist nicht in Worte zu fassen.
aber für jene, die immer noch tief und fest schlafen, was mein Kommen betrifft, sollte Alarm geschlagen werden. Jene von euch, die hart für mich arbeiten, im Bewusstsein, dass ich bald komme, ihr tut das Richtige. Jene, die ihre Arbeit für mich hingeworfen haben, weil ich bald komme, von euch bin ich enttäuscht. Ich war treu auf diesem Kanal und habe euch die Bedingungen genau gesagt, was die Zeit betrifft. Da gibt es keine Entschuldigung, die Dinge hinzuwerfen, die ich euch zu tun gab, aufgrund dessen, dass keine Zeit übrig sei. Das ist eine Lüge Satans, dass ihr keine Zeit habt, eure Aufgaben zu erfüllen. Ich hätte sie euch nicht in Auftrag gegeben, wenn ihr sie nicht substanziell erfüllen könntet und wenn sie keine Auswirkung hätten aufgrund der Kürze der Zeit. Dann hätte ich sie euch nicht erteilt. Dies ist genau, wovor ich euch warnte, dass ihr es nicht tun sollt. Da gibt es Zeit für euch, das zu tun, worum ich euch gebeten habe. Und ich bitte euch noch einmal, dringt ein, stellt eure Arbeiten für mich nicht ein. Dringt ein, verliert euch nicht in den Erwartungen, dass ich jeden Augenblick zurückkehre und ihr euch aus diesem Grund von den euch übertragenen Aufgaben zurückzieht. Bitte, meine Leute, ich sammle die Früchte aus euren Bemühungen ein. Ihr gebt ein unbezahlbares Vorbild ab für die Welt. Ja, der Herr kommt bald und ich tue alles, was ich tun kann für ihn, bis er mich von der Erde nimmt. Ich arbeite, wie ich es niemals zuvor tat, weil ich weiß, dass er mir diese Arbeit nicht übertragen hätte, wenn sie vergeblich wäre. Ich blicke auf die Seelen, die von meiner Arbeit für ihn profitieren werden, und dies lässt mich weitermachen. Das ist genau die Haltung, die ihr haben müsst zu dieser Stunde. Sagt der Welt, dass ich bald komme, die Zeit ist kurz, aber nutzt euer Leben, um mir zu dienen. Arbeitet nicht für die Welt, arbeitet für Jesus. Tut alles, was ihr könnt, in der Zeit, die euch noch bleibt. Nutzt jede Minute für Christus. Das ist die Botschaft, die ich ausstrahlen will. Arbeitet aufmerksam zum Wohle des Königreiches. Seid wohl überlegt mit eurer Zeit, verschwendet sie nicht. Dann werdet ihr ausgeglichen und vorbereitet sein für das, was bald kommt. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire. Du weißt, was dich für die Entrückung disqualifizieren würde. Vom 7. April 2017. Jesus begann. Claire, über 9 Jahre hinweg habe ich dich zubereitet und es liegt immer noch ein schönes Stück Weg vor dir. Es ist meine Barmherzigkeit, welche die Entrückung zurückhält, während ich die Herzen der Menschen bewege, damit sie verstehen, dass sie noch nicht bereit sind, dass sie es aber jetzt sein sollten. Als er so mit mir redete, fiel mir die Bibelstelle ein. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er ist geduldig mit uns, weil er nicht will, dass irgendjemand untergeht, sondern dass alle zur Buße und Umkehr gelangen. 2. Petrus 3,9. Ich sage nicht, dass du nicht entrückt wirst. Das ist deine Entscheidung. Du weißt, was dich disqualifizieren würde. Solange du am rechten Weg festhältst, darfst du sicher annehmen, dass du genommen wirst. Wenn du bewusst in Ungehorsam und in der Rebellion lebst und dich vom rechten Weg entfernst, um deinem eigenen Willen zu folgen, dann wirst du zurückgelassen. Im Moment sieht es gut aus für dich, aber wache über deine Wege, meine Braut. Der Feind ist clever und er hat seine Blicke auf dich gerichtet. Und nicht nur auf dir, sondern auf allen Dienern. Die Schafe folgen dem Hirten, und wenn der Feind dich in die Irre führen kann, dann wird die Herde folgen. Das ist der Grund, warum Diener und ihre Kinder so große Angriffsziele sind. Auszug aus der Botschaft des Herrn an Claire. Eine egoistische Zeitnutzung kann euch die Entrückung kosten. Vom 18. Mai 2017. Jesus sagt, hier ist eine Wahrheit. Da gibt es viele Kanäle, die über diese Katastrophe sprechen, über jenes Versagen, über diese Bombe, über einen EMP-Angriff, über Nordkorea, über Kometen und Tsunamis und den ersten Luftschlag von hier oder von dort. Das Geplapper ist überall.
aber danke dir, dass du der Neugier nicht nachgibst und sicher in meiner Gegenwart bleibst. Danke dir dafür, meine Braut. Aber hier ist, was ich sagen möchte, meine Lieben. Ihr könnt überall im Internet den letzten Traum, die letzte Warnung, Eilmeldungen und so weiter anschauen, die arrangiert wurden, damit ihr euch im Kreis dreht. Wenn ihr nun die Chance wahrnehmt, zu fasten und zu beten, weil diese Berichte erschreckend sind, dann ist das gut für euch. Wenn ihr aber weitermacht, Nahrung aufzustocken und euch vorzubereiten, dann habt ihr den Fokus verloren, den ich für euch hatte. Darf ich es noch einmal sagen, zum Sohn so vielten Male? Ich will, dass ihr Seelen einsammelt, wie ich es euch geraten habe in den letzten Botschaften. Ja, die Entrückung wird stattfinden, alle sprechen davon und sagen voraus wann. Ist es nicht erstaunlich, dass keine dieser Warnungen vor Tsunamis und Kometen eintreffen? Es scheint fast, als ob sie nicht existieren. Ich brauche eure Gebete und Fastenopfer, aber nicht euer konstantes Bewusstsein, welches an nichts anderes denken kann, als an eure eigene Sicherheit und an die Sicherheit eurer Lieben, indem ihr euch auf Ereignisse vorbereitet. Dies ist eine egoistische Zeitnutzung und dies könnte euch sehr wohl die Entrückung kosten. Während ihr wartet, habe ich euch diesen Kanal und andere gegeben, um euch zu führen, was ihr in der Zwischenzeit tun sollt. Dies ist der Ort, wo ihr Kraft bekommt und Inspiration, um eure Gaben und Bestimmungen zu entwickeln. Wenn ihr aber eure Zeit damit verbringt, die schlechten Nachrichten einzusaugen, von welchen einige absichtlich manipuliert wurden, aus egoistischen Motiven, dann werdet ihr irregeführt und ihr gefährdet euch selbst. Jene, die sich um meine Aufgabe kümmern, werde ich beschützen. Jene, die sich um ihre eigenen Dinge kümmern, nun, sie sind damit beschäftigt, sich selbst zu beschützen, also brauchen sie meine Hilfe nicht. Sie gehen an den Armen vorbei auf ihrem Weg, ihre Überlebensausrüstung zu kaufen. Es wäre so viel besser gewesen für sie, wenn sie jenes Geld dafür genutzt hätten, jene zu füttern, die an jenem Tag ohne Nahrung gewesen sind. Auszug aus des Herrn Botschaft an Claire, wie wir erkennen können, ob wir entrückt werden. Vom 11. April 2015. Jesus begann: Ich liebe meine Bräute mit einer Liebe, die jenseits eurer Vorstellungskraft liegt. So viele sind beunruhigt über ihren Zustand gegenüber mir, als ob ich ein Gesetzesvertreter wäre mit Gerichtsdokumenten, der jedes Vergehen aufgelistet hat. Nein, das ist Satans Beschreibung. Ich bin mehr ein Liebhaber, der jede Handlung eures Tages mit großem Interesse liest, als ein Liebesgedicht für mich. Alles, was ihr aus reiner Liebe für mich tut und für euren Bruder, ist mein Trost. Selbst am Kreuz haben diese Zeichen der Zuneigung mich getröstet, als ich in die Zukunft blickte und sah, wie sehr sie mich lieben würden. Und so habe ich diese Geschenke angehäuft, diese Zeichen der Liebe, und ich denke mehrere Male täglich darüber nach. Ja, wie die Blütenblätter getrockneter Rosen betrachte ich ihre Bedeutung für mich, willig sich selbst zu leugnen für mich und zuerst auf meine Bedürfnisse zu schauen. Wenn meine Braut nur die große Freude verstehen würde, die ich aus den kleinen Dingen ableite, die sie für mich aus reiner Liebe getan hat, und aus keinem anderen Grund. Die meisten sind motiviert dadurch, was ihnen am meisten bedeutet. Geld, Schönheit, Allbekanntheit, Akzeptanz, Möglichkeiten, dies sind die Dinge, die sie antreiben. Aber dann ist da meine Braut. Sie ist dadurch motiviert, was sie tun kann, um mich zu erfreuen. Meine Braut ist so unsicher bezüglich der Entrückung, weil sie mich mit den Menschen gleichstellt. Doch ich bin nicht wie irgendein Mensch, den sie jemals getroffen hat. Ich bin nicht ein böser, verfolgender Anwalt, vielmehr bin ich ein Liebhaber, der seine Rosenblätter zählt und das Postfach beobachtet, ob mir noch mehr zugesandt werden. Jeden Tag erwarte ich den süßen Duft ihrer Liebe, umgesetzt in Taten, in Liebestaten, jene beliebig überschüttend, mit denen sie in Kontakt kommt. Ich beobachte ihr Herz, um zu sehen, wie ähnlich es meinem ist.
Sie möchte segnen und Lasten erleichtern, und doch ist sie ehrlich und korrekt mit jenen, die Korrektur benötigen. Meine Braut, wenn ihr euch von vorsätzlichen Sünden getrennt habt und jeden Tag aufmerksam seid, jene zu lieben, die ich euch sende, müsst ihr euch keine Sorgen machen, mit mir in den Himmel genommen zu werden. Ich freue mich mit einer solchen Sehnsucht auf jenen Tag, an welchem wir unsere Liebe feiern werden. Vergebt ihr jenen, die euch verletzt haben, und tut ihr ihnen Gutes? Erinnert ihr euch, wie qualvoll mein Schmerz am Kreuz war? Ja, sogar in jenem Zustand war ich um das Wohlergehen der Männer besorgt, die mich kreuzigten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als sich die Menge um die Hure versammelte, die beim Ehebruch erwischt wurde, habe ich mich ihnen nicht angeschlossen und sie verurteilt. Vielmehr hob ich sie hoch auf ihre Füße mit der Ermahnung: Gehe und sündige fortan nicht mehr. Als die Pharisäer jenen letzten Pfennig von der Witwe nahmen, habe ich nicht die Reichen gelobt für ihre aufwendigen Geschenke? Nein, ich erhöhte die Kleine, die alles gab, was sie hatte, während andere von ihrem Überschuss gaben. Und als die Jünger darüber streiteten, wer der Größte unter ihnen sei, war ich schnell im Aufzeigen, dass es der Geringste ist, der Diener, der wirklich Vorrang hat. Warum? Weil dieser nicht seinen Bedürfnissen dient, sondern den Bedürfnissen der anderen, beständig, Tag aus und Tag ein, während der reiche junge Herrscher damit beschäftigt ist, seinen weltlichen Wohlstand und seine weltliche Position zu erhöhen, ist der Diener eifrig bemüht, dass es den anderen besser geht. Habt ihr so gelebt, meine Bräute? Wenn ihr dies getan habt, dann braucht ihr euch nicht zu fürchten, dass ihr zurückgelassen werdet. Ich kann jenen ersten Tanz an unserem Hochzeitsempfang kaum erwarten. Wenn ihr die Seligpreisungen gelebt habt, braucht ihr euch bezüglich dem Zurückgelassenwerden keine Sorgen zu machen.